Hi und herzlich willkommen bei Tactical Gunnybeard. Ich bin Rick und heute geht's um das hier. Heute geht's um Messer. Jetzt ist die Frage, was davon ist in Deutschland erlaubt? Was darf ich haben? Was darf ich nicht haben? Und was darf ich mit mir tragen? Was darf ich nicht mit mir tragen? Diesem Thema gehen wir heute ein bisschen auf den Grund. Damit wir das Ganze genauer ein bisschen anschauen können, habe ich heute was Schriftliches dabei, denn daraus werde ich zitieren. Das ist das Waffengesetz und da steht genau beschrieben, was ist denn erlaubt in Deutschland und was nicht. Es gibt Messer, die als Waffen eingestuft werden und es gibt Messer, die als Gebrauchsgegenstände eingestuft werden. Das bedeutet, manche Messer darf man auch mit sich führen unter bestimmten Umständen. Manche Messer darf man nicht mitführen, weil sie als Waffe eingestuft werden. Allgemein gilt aber, dass Messer nicht in die Waffenbesitzkarte eingetragen werden müssen. Erklären wir doch schon mal, was komplett verboten ist in Deutschland. So, vollständig verboten sind Fallmesser, Faustmesser. Die Ausnahme für Faustmesser sind Inhaber einer jagdrechtlichen Erlaubnis. Denn so ein kleines Faustmesser, was man in der Faust hält und hier vorne rausguckt, brauchen zum Beispiel Jäger, um ein Tier auszuweiden. Weiterhin verboten sind Butterflymesser oder Balisong. Weiterhin sind verboten Springmesser oder Automatikmesser, deren Klinge nach vorne herausschnellt oder deren Klinge über 8,5 cm lang ist oder deren Klinge zweiseitig geschliffen ist oder deren Klinge eine Rückenschneide besitzt. Was natürlich bedeutet, alles was vorne aus dem Griff rausspringt, wenn man ein Knöpfchen drückt, zweiseitig geschliffen ist, 8,5 cm länger, verboten. Alle anderen Springmesser sind erlaubt. Dazu muss aber gewährleistet sein, dass es gegen all diese Dinge nicht zutrifft. Weiter sind verboten, Hieb- und Stoßwaffen, die ihrer Form nach geeignet sind, einen anderen Gegenstand vorzutäuschen oder die mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs verkleidet sind. Zum Beispiel Gürtelmesser, Füllfederhalter oder Spazierstöcke, die innen eine Klinge in sich bergen. Allgemein kann man sagen, alles in Deutschland, was so tut, als wäre es etwas anderes, aber in Wirklichkeit eine Waffe ist, ist absolut illegal. Hieb- und Stoßwaffen unterliegen einer Sonderregelung. Sie sind definiert als Gegenstände, die ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, unter unmittelbarer Ausnutzung der Muskelkraft durch Hieb, Stoß, Stich, Schlag oder Wurfverletzungen beizubringen. Also meint man damit zum Beispiel Dolche, Schwerter, Wurfmesser und Säbel. Der Umgang mit ihnen ist nur Personen gestattet, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Weiterhin ist der Vertrieb und das Überlassen von Hieb- und Stoßwaffen im Reisegewerbe auf Messern, Märkten, Volksfesten und Sammlertreffen verboten. Ausnahmegenehmigung kann die zuständige Behörde, das heißt die lokale Polizei, erlassen, wenn öffentliche Interesse nicht entgegenstehen. Auch dürfen Hieb- und Stoßwaffen nicht auf öffentlichen Vergnügungen, Volksfesten, Sportveranstaltungen, Messen, Märkten geführt werden. Also öffentliche Plätze, Feste etc. kein Messer dabei haben. Trageverbot. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die es seit 2008 gibt. Hier gilt in Deutschland seitdem ein öffentliches Trageverbot für bestimmte Messer unter § 42a Waffengesetz. Betroffene Messertypen sind Klappmesser mit Arretierung und einhändig auszuklappender Klinge. Dazu habe ich mal folgende mitgebracht, damit ihr damit auch was anfangen könnt und sehen könnt, wie diese Dinge aussehen. Das eine zum Beispiel, ganz normales Taschenmesser, optisch, aber wir sehen, hier sind diese kleinen Nüppel dran, die kann ich mit einem Finger aufmachen, einhändig geöffnet. Darf ich nicht führen. Besitzen, ja, nicht führen. Trageverbot. Nächstes Messer sieht ein bisschen anders aus, aber gleiche Funktion. Einhändig ausklappbar, ja, und arretierend. Geht nicht mehr rein. Dritte Sache zum Beispiel, auch mit einer Hand zu öffnen, und arretiert die Klinge. Feststehende Messer mit einer Klingenlänge über 12 cm. Das heißt, sobald ich über die 12 cm Klingenlänge komme, fällt das Messer raus. Darf ich nicht tragen. Ich darf es kaufen und besitzen, aber nicht mit mir führen. Alle Messer, die aufgrund ihrer Bauart als Hieb- und Stichwaffe eingestuft werden, das betrifft vor allem Dolche und Springmesser. Mittlerweile, da das am Anfang auf Karambit nicht unbedingt zugetroffen hat, waren Karambitmesser noch erlaubt mitzuführen. Karambitmesser sind diese hier, die aussehen wie Krallen. Kauf und Besitz legal, mitführen nein. Denn auch das
ist mittlerweile den Behörden klar geworden, dieses Messer wurde rein dafür erfunden, jemanden anzugreifen. Aufzuschlitzen. Also darf ich es nicht mit mir führen. Selbst wenn ich mit manchen auch unter die 12 cm Klinge komme, wie zum Beispiel hier mit ca. 7 oder 8 cm. Aber es ist dafür gemacht, um jemanden aufzuschlitzen. Auch wenn man sich so ein cooles Ding hier von Counter-Strike holt, sogar mit Skin, wunderschön, aber nicht mitführen. Besitzen ja, mitführen nein. Alle genannten Messer darf man prinzipiell nicht zugriffsbereit bei sich tragen, sondern nur in einem verschlossenen Behältnis wie einem Rucksack oder einer Aktentasche. Das heißt, auch wenn man recht schnell an den Rucksack rankommen würde, der Rucksack bedeutet, ich darf es darin transportieren. Es gibt aber umfangreiche Ausnahmen vom Verbot, die immer dann greifen, wenn man einen anerkannten Zweck geltend machen kann. Dazu gehört zum Beispiel die Nutzung eines Messers im Beruf, bei der Jagd oder im Zusammenhang mit der Brauchtumspflege. Kommen wir zurück zum Karambit. Da das ja ausdrücklich jetzt beschrieben ist, dass es eigentlich verboten ist. Es gibt aber ähnlich geformte Messer für Kirschner oder Kirschner, Kirschner? Leute, die Felle bearbeiten. Zur Ausübung dieses Berufs sind die erlaubt. Für Jäger zum Beispiel hatten wir ja gesagt, Faustmesser. Faustmesser sind die, die wir hier quasi mit einem Griff umgreifen können und die dann zwischen den Fingern rauskommen, wie bei Wolverine, sind für den Jäger erlaubt, da er damit Tiere ausweiden kann. Das Gesetz wird in deutschen Bundesländern und in einzelnen Verwaltungsgebieten sehr unterschiedlich ausgelegt. Eine einheitliche Regelung ist leider nicht in Sicht. Die Initiative Messer und Werkzeuge hat an einer Reihe von Bundesländern eine Anfrage gestellt, was man im jeweiligen Bundesland als allgemein anerkannten Zweck betrachtet, der vom Trageverbot ausgenommen ist, was zum Beispiel in Bayern schon eine ganze Menge Ausnahmen sind. Vom Trageverbot sind auf jeden Fall nicht betroffen alle Klappmesser mit Zweihandbedienung beim Öffnen sowie Klappmesser ohne Klingenarretierung, wie zum Beispiel Schweizer Taschenmesser. Mache ich auf, muss ich zwei Hände benutzen, weil es hat keine kleinen Nupsis dran, mit denen ich dann einfach mit dem Daumen aufschieben kann. Ich muss schon ranfassen, festhalten und mit den Fingern aufziehen. Und die arretieren sich nicht. Man drückt einfach oben dagegen und es klappt wieder ein. Ist also vollkommen erlaubt. Kann ich mitführen, wie ich möchte eigentlich. So, was weiterhin erlaubt ist, feststehende Messer mit einer Klingenlänge unter 12 cm, sofern die betreffenden Messer nicht als Waffe eingestuft sind, siehe oben. Also gekrümmt, wie Karambit, leider als Waffe eingestuft. Die Begrenzung der Klingenlänge auf 12 cm gilt nur für feststehende Messer, nicht für Klappmesser. Für Klappmesser haben wir eine andere Begrenzung. Also kann man zum Beispiel ein schönes, stattliches Messer wie dieses hier komplett mit sich führen, denn es ist eine feststehende Klinge, einseitig geschliffen und weniger als 12 cm. Dieses hat, glaube ich, 11. So, dann kommen wir mal kurz dazu, was auf euch zukommt, wenn ihr gegen so etwas verstoßt. Verstöße gegen ein Führungsverbot nach dem Waffengesetz, auch bei Messern oder wenn sie unwissentlich begangen werden, können ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro sowie die Beschlagnahmung des betreffenden Gegenstandes nach sich ziehen. Ist der Umgang laut Waffengesetz für ein Messer gestattet, darf dieser nur mit der Volljährigkeit stattfinden. Der Erwerb und Besitz sind also erst ab 18 erlaubt. Ein Umgang ist, wie zuvor erwähnt, nicht mit dem Führen in der Öffentlichkeit gleichzusetzen. Seid erstmal 18 Jahre alt, außer ihr habt ein Schweizer Taschenmesser. Ein Schweizer Taschenmesser, haben wir gelesen, ist komplett erlaubt, auch zu führen. Aber jedes andere Messer erst ab 18. Somit, wer keine 10.000 Euro zahlen möchte, der sollte sich überlegen, was anderes mitzunehmen. Wenn ihr natürlich noch weitere Fragen habt, dann stellt sie uns. Wir schreiben unten noch zwei Links rein, damit ihr da nochmal nachlesen könnt. Da habe ich meine Quellen ein bisschen her. Wenn ihr natürlich noch was zum Ergänzen habt, schmeißt es in die Kommentare rein. Wir wollen auch ein bisschen von euch lernen. Sagt uns eure Erfahrungen. Dankeschön fürs Zuschauen. Gunny out.